Hallo, wir müssen uns jetzt um die Frage kümmern, wie wir RPC-Aufrufe ausführen im Hinblick auf das Protokoll, das wir zwischen Aufrufer und Aufgerufenem benutzen. Das ist sehr, sehr ähnlich der Diskussion zu Request-Reply-Protokolle, die wir bei Client-Server benutzt haben. Allerdings haben wir hier eine zusätzliche Anforderung, die das Leben schwerer macht. Und das ist die Anforderung nach einer bestimmten Semantik des Aufrufs und der Ausführung dieses Aufrufs. Nämlich, was erwarten wir, wenn Dinge schiefgehen? Im einfachsten, im lokalen Fall ist es relativ simpel. Ich gehe davon aus, dass der Aufruf einer Prozedur genau einmal ausgeführt wird. Er wird nicht aus Versehen mehrfach ausgeführt und wenn ich das Resultat bekommen habe, dann kann ich auch mich darauf verlassen, dass es ausgeführt wurde. Das Resultat entstand nicht durch Zufall. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich das Resultat bekommen habe, dann weiß ich, dass die Prozedur auch abgearbeitet wurde. Wenn ich es nicht bekommen habe, wie kann das sein? Wie kann das in einem lokalen Fall sein, dass die von mir aufgerufene Prozedur, die im gleichen Adressraum Teil des gleichen Prozesses ist, dass diese Prozedur nicht zu Ende kommt, aber ich trotzdem das Resultat der Prozedur sehe? Natürlich kann es Fehlermeldungen aus einer Prozedur geben, es kann eine Exception entstehen, natürlich, aber auch das ist in einem gewissen Sinne ein Resultat. Es kann nicht sein, dass die Prozedur nicht zu Ende kommt, weil der Prozess abstürzt oder ähnliches, aber danach der aufrufende Teil des Projektes weiterläuft. Beide überleben oder keiner überlebt. Man nennt das Fate Sharing. Aufrufer und aufgerufener Teil des Prozesses erleben im lokalen Fall das gleiche Schicksal. Wenn einer von beiden stirbt, stirbt der andere, während die Ausführung der Prozedur vonstatten geht. Das ist im verteilten Fall nicht der Fall. Es kann zu Ausfällen kommen. Es kann sein, dass Sie einen Aufruf losschicken, der kommt erfolgreich zu Ende. Aber in der Zwischenzeit ist Ihr Aufrufer abgestürzt, aus welchen Gründen auch immer. Der Rechner ist abgestürzt, der hat Stromversorgung verloren. Es kann umgekehrt sein, dass der Aufrufer wartet, Anfrage losschickt, Aufruf losschickt, aber die Prozedur kommt nicht zu Ende. Also es gibt eine Reihe von zusätzlichen Fehlerszenarien, die im lokalen Fall gar nicht existieren können, die uns aber im verteilten Fall hier das Leben schwerer machen, denn auch hier werde ich ja eigentlich diese Erwartungshaltung verbinden. Eine Prozedur wird genau einmal ausgeführt. Es kommt nicht dazu, dass aus Zufall eine Prozedur mehrfach ausgeführt wird oder gar nicht ausgeführt. Oder vielleicht ausgeführt wird oder mindestens einmal, aber vielleicht mehrfach oder höchstens einmal, aber vielleicht auch gar nicht. Ich möchte genau einmal. Ich möchte genau einmal. So, was kann dabei schiefgehen? Dabei kann eine Menge schiefgehen. Dabei kann schiefgehen, dass meine Anfrage verloren geht. Dabei kann schiefgehen, dass meine Antwort verloren geht. Dabei kann passieren, dass der Callee abstürzt, aber der Aufrufer, der Caller, überlebt. Und es kann sein, umgekehrt, dass der Caller ausfällt, aber der Server überlebt, der Callee überlebt. Was müssen wir in diesen Fällen tun? Wir brauchen wieder ein Request-Reply-Protokoll, das mit diesen Fällen umgehen kann und plausible, pragmatische Entscheidungen fällt und vielleicht sogar Garantien abgeben kann. Müssen wir mal schauen, was wir hoffen können, an Garantien rauszuholen. So, also die grundlegende Idee ist natürlich wieder einfach, nicht? Ich habe einen Timeout-Mechanismus, sodass mein Aufrufer, wenn er keine Antwort bekommt, eine Anfrage nochmal losschickt, nicht? Es ist das RPC-Request-Reply-Protokoll, das viele, viele Ähnlichkeiten zum Client-Server-Request-Reply-Protokoll hat. Der einfachste Fall, keine Fehler treten ein. Damit wir das hier nochmal sehen, wir haben hier der Caller übergibt den Aufruf an den Stub. Der Stub startet einen Timeout, schickt den Request los an das Skeleton. Das Skeleton nimmt das entgegen, macht den lokalen Funktionsaufruf. Es kommt zur Ausführung. Ich erhalte das Resultat aus meinem lokalen Funktionsaufruf zurück im Skeleton. Ich mache Marshalling, packe die Resultate ein, schicke das Reply zurück. Hier kann ich den Timeout canceln, das soll dieses Kreuzchen darstellen, und ich gebe das Resultat zurück. Wunderbar. Was sollten Sie auch sonst tun? Das ist der naheliegende Fall. So, erster Fall, was schiefgehen kann: die Anfragenachricht geht irgendwie verloren. Die Anfragenachricht geht verloren. Was tun wir? Wir schicken die Anfrage los.
Timeout, Timeout, Timeout. Irgendwann schlägt der Timeout zu und mein Stub entschließt sich, die Nachfrage nochmal loszuschicken. Schickt nochmal die Nachfrage und so weiter. Der Rest ist jetzt hier erfolgreich. Auch das ist, denke ich, einfach. Nicht, was sollten Sie hier auch sonst tun wollen? Dieses fette, ausgefüllte Kreischen soll den Verlust der Nachricht bedeuten. Okay? So, der spannende Punkt ist, wenn jetzt nicht die Anfrage, sondern die Antwort verloren geht, dann haben wir wieder diese Diskussion, dass Sie die Anfrage das nicht unterscheiden können. Der Stub ist nicht in der Lage, das zu unterscheiden. Sie schicken die Anfrage. Resultat, die Antwortnachricht geht verloren, Timeout wird ausgelöst und jetzt müssen Sie sich hier entscheiden, dass Sie einen Recompute durchführen. Wenn Sie eine idempotente Funktion haben, ist das die legitime Option. Sie machen das hier einfach nochmal, schicken dann die Antwort. Hier wird natürlich der Timeout neu gesetzt, das ist ja klar. Oder wenn Sie eben hier keinen Recompute machen können, weil Sie keine idempotente Funktion zur Hand haben, dann benutzen Sie Ihren Reply Cache. Was aber impliziert, dass Sie diese beiden Requests hier als Duplikate voneinander erkennen können und das zueinander in Bezug setzen können und dann hier das Ergebnis aus dem Reply Cache entnehmen können. Letztlich, Sie schauen sich auf eine Sequenznummer, Sie schauen auf eine Sequenznummer und auf die Identität des Stubs im allereinfachsten Fall. Wenn Sie es komplizierter haben wollen, können Sie hier kryptografisch unterschreiben, wenn Sie Angst haben, dass jemand hier die IP-Adresse, das Stubs stiehlt, um das zu benutzen, um Antworten aus dem Reply-Cache zu erhalten. Typisches Angriffsszenario. Genau, schickt das zurück, Timeout wird gecancelt. Alles klar, ne? Das hatten wir uns alles angeschaut. So, jetzt kommt der Fall dazu, ein Gerät fällt aus, der Server fällt aus. Der Server fällt aus, bedeutet Folgendes. Wir schicken die Anfrage los, Request, Call, Ausführung. Und nehmen wir mal an, während der Ausführung hier kommt es hier zum Ausfall. Jetzt gibt es schon wieder einen ganzen Baum von mehreren Möglichkeiten, über die man sich im Zweifel alle im Detail unterhalten kann. Hier machen wir jetzt einmal die folgende Annahme. Ich mache nach dem Crash, bin ich in der Lage, einen Neustart durchzuführen. Vielleicht ist nur mein Prozess abgestürzt. Ein Watchdog-Prozess startet mein Skeleton-Core-Lee-Prozess, Prozesspaar, wie auch immer Sie das implementiert haben, startet das hier neu, sodass hier eigentlich erstmal gar nichts passiert ist. Im Falle der idempotenten Funktion ist sowieso alles völlig unproblematisch hier, nicht? Timeout, Retry, Request, im Zweifel einfach nochmal ausrechnen. Der Fall, dass Sie hier einen Reply-Cache benutzen müssen, der Fall, dass Sie hier einen Reply Cache benutzen müssen, der macht die Sache natürlich, würde die Sache komplizierter machen. Warum? Jetzt müssen Sie über transaktionale Sicherung nachdenken. Können Sie sicher sein, dass vor dem Crash oder nach dem Crash, dass vor dem Crash Sie den Eintrag in den Reply Cache bereits eingetragen haben und ihn in einem stabilen Speicher wiederfinden können? Kann es sein? Und das hat jetzt eher einen Datenbank-Transaktionscharakter. Kann es sein, dass Sie hier eine Ausführung durchführen, die Nebenwirkungen, die Seiteneffekte erzeugt hat, bevor Sie etwas in den Reply-Cache geschrieben haben und danach möglicherweise abstürzen? Sodass Sie bei einer erneuten Ausführung in Ihrem Reply-Cache nachschauen würden, feststellen, da ist kein Eintrag. Die Ausführung wiederholen, Seiteneffekte zweimal durchführen. Das darf nicht passieren. Dazu kennen Sie aus den Datenbanken die entsprechenden Transaktionsmechanismen, um das sicherzustellen, dass Sie hier zu so einer ganz oder gar nicht Ausführung kommen. Darauf verlassen wir uns mal und dann ist das hier wieder vergleichsweise unproblematisch, nicht? Dann haben Sie es hier entweder in Ihrem Reply Cache, der Datenbanker würde Transaction Log dazu sagen, dann haben Sie es da entweder drinstehen oder Sie haben es halt nicht drinstehen, würden beim Neustart alles wieder zurückabwickeln und das nochmal tun. Okay? Sehr schön. Also das ist hier das der typische Mechanismus. Was haben wir jetzt hier also an Aspekten? Wir haben ein Timeout, wir haben Sequenznummern, um Requests und Replies zu identifizieren. Wir haben entweder die Möglichkeit, Resultate nochmal neu zu berechnen oder aus dem Reply Cache Werte zu entnehmen. Im Reply Cache muss ich mir Gedanken machen, wann entnehme ich das, wann kann ich möglicherweise davon ausgehen, dass ich den Reply Cache entweder nicht mehr brauche, wenn Sie eine größere Sequenznummer gesehen haben. Oder wenn Sie annehmen können,
weil sie etwas darüber wissen, wie ihre Network-Lifetime von Paketen aussieht. Ein Paket kann im Internet höchstens x Minuten überleben. Und weil sie etwas darüber sagen können, wie sie ihre Timeouts gewählt haben, dann haben sie auch eine Möglichkeit, ihren Reply-Cache zu leeren. Das hatten wir uns alles schon angeguckt. Was hier neu dazu kommt, ist die Notwendigkeit, möglicherweise den Server zu starten. Möglicherweise über einen solchen Mechanismus wie Heartbeating, ein Watchdog-Prozess. Sie gucken, ob der andere Prozess noch läuft, auf Anfragen antwortet. Wenn dem so ist, ist alles gut. Wenn nein, müssen Sie ihn neu starten. Möglicherweise müssen Sie einen Rechner neu starten. Möglicherweise brauchen Sie ein Heartbeating von einem anderen Rechner, der schaut, ob der Rechner, der Ihnen Ihren Server ausführt, noch funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, müssen Sie möglicherweise umkonfigurieren. Das schauen wir uns alles später auch nochmal an, wenn wir es über mehrere Rechner verteilen wollen. So, warum rede ich jetzt hier so ausführlich darüber? Das hatten wir doch alles besprochen. Aber wir hatten es nicht mit der Forderung der Exactly-Once-Ausführung verbunden und der Notwendigkeit, Neustart und Reply-Cache miteinander zu verbinden. Insbesondere, was hat das mit Acknowledgements zu tun? Lassen Sie uns doch mal genauer auf dieses Acknowledgements-Protokoll, dieses Teilprotokoll hier schauen, das Sequenznummern benutzt, um zu entscheiden, ob nochmal übertragen wird. Das Szenario, das allereinfachste Szenario, wenn wir ganz viel Kram drumherum weglassen, dann geht das auf folgendes Teilszenario zurück. Schauen wir uns dazu ein ganz einfaches Szenario an. Ich nehme ein ganz einfaches Acknowledgement-Protokoll an mit Timeouts. Ich benutze Sequenznummer 0 oder 1 und ich mache eine etwas drollige Fehlerannahme. Ich nehme an, Nachrichten gehen nie verloren, aber es kann passieren, dass Nachrichten beliebig verzögert werden. Das hatten wir schon mal unter Fehlermodellen uns angeschaut. Ich schiebe die Auslieferung der Nachricht beliebig in die Zukunft. Das ist so gut wie ein Verlust. Also das ist hier die Idee dabei. Ich mache gar keine Verluste, aber ich weiß nicht, in wie vielen Millionen Jahren die Nachricht dann ankommt. Okay. Naja, was werde ich tun? Wenn das Paket ankommt mit der richtigen Reihenfolge der Sequenznummern, dann schicke ich einen ACK los und benutze das Paket, indem ich vom Skeleton zum Server sage, ja, jetzt bitte diese Prozedur aufrufen. Wenn es nicht die richtige Reihenfolge der Sequenznummern hat, also wenn auf eine 0 eine 0 folgt oder auf eine 1 folgt, wenn nicht die 0 von einer 1 nachgefolgt wird, dann muss es sich ja um eine Übertragungswiederholung handeln. Im einfachsten Fall schicke ich nur ein ACK und lasse die Nachricht einfach fallen. Fußnote, Sie gucken in den Reply Cache und so weiter und so weiter. Brauchen wir hier alles nicht. Also ich unterscheide Übertragungswiederholung, wenn zweimal die gleiche Sequenznummer hintereinander auftritt, Übertragungswiederholung, ACK nochmal schicken, Paket wegwerfen oder andernfalls Paket benutzen, ACK schicken für das neue Paket. Funktioniert das in diesem Fehlermodell, bei dem ich Pakete beliebig verzögern kann? Drücken Sie mal auf Pause, denken Sie nach, ob ich unter diesem Fehlermodell mit diesem einfachen Protokoll sicherstellen kann, dass nur die Pakete, die ich auch haben möchte, wirklich an den Server ausgeliefert werden. So, wenn Sie jetzt die Antwort Nein, das funktioniert nicht gefunden haben, sehr schön, wenn Sie auch noch sagen können, warum das so ist, umso besser. Ich zeige Ihnen folgende Beispiele. Im Normalbetrieb ist alles gut. Nicht? Sie schicken ein Paket P1 und Sie bekommen ein ACK ein und Sie schicken ein Paket P2, bei dem Sie natürlich als Sequenznummer 2 modulo 2, wir haben ja zwei mögliche Sequenznummern, also die Sequenznummer 0 draufschreiben würden. Ist aber fast schon egal. Was passiert, wenn wir ein Paket ein kleines bisschen verzögern? Wir schicken Paket 1 ACK 1, alles gut. P2 wird etwas verzögert, nicht sehr, nur etwas, aber lange genug, damit es hier zu einem Timeout kommt. Also brauchen Sie hier ein Timeout. Also schicken Sie hier P2, Sie schicken ACK 2 los. Und jetzt kommt hier P2 ein kleines bisschen verzögert an und Sie sehen, oh, zweimal die gleiche Sequenznummer hintereinander, kein Problem. Dieses Paket werden wir hier verwerfen. Und alles gut, nicht? Dieses Paket haben wir ignoriert, das ist ein Duplikat, wir tun gar nichts damit. Super, oder? Naja, Sie ahnen, was passiert. Ne? Ich habe hier nur ein klein wenig verzögert. Was passiert, wenn ich hier mehr verzögere? Wenn ich hier viel verzögere? Dann sieht das Szenario so aus. Ich habe ein Paket von A nach B, schicke ein Paket 1 los, Sequenznummer 0.
Okay, das ist jetzt gerade etwas inkonsistent mit davor, aber ist egal. Sequenz Nummer 0, ich schicke ein ACK 0 los. Das ACK wird verzögert. Auch ACKs können verzögert werden. Wenn ein Paket verzögert werden kann, kann auch ein ACK verzögert werden. Ich schicke nach einem Timeout das Paket hier los. Kein Problem. Duplikat wird ignoriert. Ich schicke nochmal ein ACK 0 los. ACK 0 kommt ordnungsgemäß an. Wunderbar. Ich schicke ein Paket P2 los. Ja, kommt an. Alles gut. Ich schicke ein ACK 1 zurück. Auch alles gut. Alles ganz normal. Ich schicke ein P3 los. Das P3 hat Sequenz Nummer 0. Nicht? Ich habe hier nur zwei Sequenz Nummer 0 und 1, die ich hier iterieren kann. Also schicke ich hier ein P3 mit Sequenz Nummer 0 los. Wird verzögert. Aber was passiert denn hier? Auf was für ein Paket warten wir denn hier? Hier warten wir auf eine Sequenznummer, auf eine Sequenznummer 0. Nicht? Wir hatten hier das letzte Paket, hatte eine Sequenznummer 1. Ich warte hier auf eine Sequenznummer 0, also auf so ein Paket wie dieses P3. Naja, was passiert denn? Hier, dummerweise, kommt jetzt hier das ACK 0 an, das mir dieses Paket P3 scheinbar bestätigt, weil ich die Sequenznummer nicht auseinanderhalten kann. Ich kann dieses ACK 0, das eigentlich für das da oben gemeint war, aber ich habe ja nur dieses eine Bit, nicht von dieser Sequenznummer 0 unterscheiden. Also würde ich hier als Sender denken, oh toll, ich habe schon ein ACK für dieses Paket bekommen und würde jetzt Paket 4 aussenden mit Sequenznummer 1. Kommt direkt an. Aber was heißt das hier auf der Seite von B? B sieht ein Paket mit Sequenz Nummer 1. Denkt sich, no, das haben wir doch gerade gesehen. Hab gerade ein Paket mit Sequenz Nummer 1 gesehen. Das würden wir also wegwerfen. Unser Empfänger B würde das für ein Duplikat halten. Dieses Paket verwerfen, aber durchaus nochmal ein ACK losschicken. Also ACK 1. Wunderbar. Hier würde dieses Paket direkt bestätigt werden. Kommt hier an, der Sender würde denken, wunderbar, ich darf Paket 5 schicken. So, und jetzt kommt noch dieses Paket P3 nach seiner langen Irrfahrt hier an. Das ist aber fast schon egal, das spielt schon fast keine Rolle mehr. Dieses P3 würde jetzt ja als korrektes Paket eingestuft werden. Das ist sogar das richtige Paket zufälligerweise, was jetzt hier wirklich erwarten würde. Der Punkt ist, dass hier durch dieses unglücklich für ein unkorrekterweise für ein Duplikat gehaltenes Paket P4, das auch noch bestätigt werden würde, dieses P4 nicht wieder übertragen werden würde und hier direkt P5 gesendet werde. Also wir hätten hier Paket P4 de facto verloren. Und so weiter. Sie können sich jetzt hier noch weitere Szenarien basteln, dass Sie hier P3 noch als eine doppelte Auslieferung machen würden und so weiter und so weiter. Das sind nebenbei tolle Klausurfragen. Wo liegt der Hund begraben? Der Hund bei diesem Szenario liegt darin begraben, dass Sie mit langen Verzögerungen das Protokoll aus dem Tritt bringen können. Naja, jetzt sagen Sie vielleicht, das ist ja keine Kunst gewesen. Das ist ja keine Kunst gewesen, ich konnte hier nur zwischen Nullen und Einsen unterscheiden als Sequenznummern, das ist ja albern. Naja, dann reparieren wir das doch mal und hoffen, dass diese Albernheit sich lösen lässt. Dann reparieren wir das doch mal, dass wir hier nicht nur Sequenznummern 0 und 1 benutzen, sondern Sequenznummern 0 bis 7, 0 bis 15, 0 bis 2 hoch k minus 1. Naja, aber Sie ahnen, dass nur weil Sie jetzt hier mehr Sequenznummern unterscheiden können, das heißt nur, dass ich dieses ACK hier weiter in die Zukunft verzögern muss. Je größer Ihr Sequenznummernraum ist, bei fester maximaler Senderate, heißt das, dass Sie eine längere Zeit haben, bevor Sie Ihre Sequenznummern wiederholen. Nicht? Sie haben 8 Sequenznummern, Sie senden ein Paket pro Sekunde, nach 8 Sekunden müssen Sie wieder vorne anfangen. Das heißt nur, dass ich diese Paketverzögerung 8 Sekunden verzögern muss und nicht nur eine Sekunde wie in diesem Beispiel. Okay? Also mehr Sequenznummern macht es vielleicht unwahrscheinlicher, dass ich ein solches Szenario produzieren kann, weil ich die Verzögerung nach hinten länger machen muss, aber es macht es nicht unmöglich. Sagen Sie, machen wir die Sequenznummer noch größer, sage ich nur, naja gut, ich muss halt noch ein bisschen länger verzögern. Tatsächlich, das ist ein ernstes Problem. Das ist eine tiefliegende Unmöglichkeit und eine beweisbare Unmöglichkeit. Nicht nur, wir sind zu doof, eine Lösung zu finden, es ist beweisbar nicht möglich.
Immer dann, wenn Sie nur endlich große Sequenznummern benutzen können, aber beliebige Verzögerungen berücksichtigen müssen, dann können Sie keine verlässliche Paketauslieferung garantieren. Das geht nicht. Es gibt immer Szenarien, Sie können immer Szenarien konstruieren, wo es zu Verwirrungen wie auf der vorherigen Folie kommt. Sie können das Risiko immer kleiner machen, wenn Sie Ihre Sequenznummern immer länger machen, aber jede endliche Sequenznummer heißt nur, es wird nur ein bisschen unwahrscheinlicher. So, jetzt sagen Ihnen natürlich die Voraussetzungen dieser Unmöglichkeitsaussage, was man tun kann. Sie können entweder Ihren Sequenznummernraum unendlich groß machen, und werden Ihre Pakete unendlich lang. Alleine die Tatsache, dass Sie länger werden, dass Sie keine festen Paketkopfgrößen mehr haben, ist schon extrem ärgerlich. Das ist in der Implementierung wirklich lästig. Aber dass Sie unendlich lange Pakete bekommen, will man nicht. Oder Sie sagen, naja, wieso muss ich denn hier mit beliebigen Verzögerungen rechnen? Ist das denn plausibel? Dann sorge ich halt dafür, dass es ein Paket höchstens eine gewisse maximale Lebenszeit hat. Diese Idee ist schon mal kurz hochgekocht. Wenn ich dafür sorgen kann, dass ein Paket höchstens 2 Sekunden überdauert, also diese Verzögerung hier für das ACK oder für das Paket, was auch immer, höchstens 2 Sekunden ist, und ich vielleicht auch noch weiß, dass ich in dieser Zeit höchstens so und so viele Pakete erzeuge, weil ich eine maximale Paketsenderate unterstellen kann, dann können Sie aus maximaler Verzögerung und maximaler Paketsenderate wissen Sie, wie viele Pakete Sie erzeugen können, bevor ein solches maximal gealtertes Paket vernichtet ist, bevor es also Verwirrung geben kann, weil das alte und das neue Paket sich in Ihren Sequenznummern überlappen. Damit wissen Sie, wie groß Ihr Sequenznummernraum sein muss, wie viele Pakete Sie unterscheiden können müssen. Maximale Senderate mal maximale Lebensdauer Ihres Pakets. So viele Sequenznummern müssen Sie mindestens unterscheiden können. Legen Sie noch ein Bit drauf, einen Faktor 2, damit Sie auf der sicheren Seite sind. Aber das ist die Überlegung. Haben Sie maximale Verzögerung, wenn Sie an das Internet als Weitverkehrsnetz denken? Naja, was haben Sie denn in Paketköpfen? Sie haben einen Hop-Counter. Okay, Sie zählen bei jedem Hops eins runter. Das heißt, Sie haben maximale Hop-Counts. Das ist leicht, das ist einfach. Aber wir brauchen Zeit. Wir brauchen maximale Zeit, wie lange ein Paket überleben kann. Naja, dann brauchen Sie das, okay, maximal 2 Sekunden bei maximal 100 Hops. Haben Sie 20 Millisekunden pro Hop. Warum? Wo steht das? Wo nehmen Sie das her? Diese Aussage ist, naja, Sie saugen an den Fingern und sie kommt dann hoffentlich raus. Tatsächlich ist das einer der Punkte, wo das Internet auf wackeligen Füßen steht. Das kann man eigentlich streng genommen gar nicht garantieren. Aber Praxis lehrt uns, ja, das funktioniert in Praxis gut genug, sodass Sie nach 2 bis 3 Sekunden davon ausgehen können, dass ein Paket nicht mehr im Internet existiert. Die RFCs dazu führen lange Diskussionen, was man dazu in Routern unterstellen muss, dass ein Paket höchstens so und so lange in einer Warteschlange leben darf, bevor es vernichtet werden muss und so weiter und so weiter. Das soll uns hier jetzt gar nicht mal weiter interessieren. Für uns ist aber diese Aussage hier wichtig. Endliche Sequenznummern, was Sie aus Praktikabilitätsgründen auf jeden Fall haben wollen, und endliche und oder endliche Delays ist etwas, was Sie brauchen, um verlässliche Paketauslieferung sicherzustellen. Und damit könnten Sie unter diesen Voraussetzungen dieses Fate-Sharing wieder realisieren. Damit können Sie dann sicherstellen, dass die Pakete, die losgesendet wurden, und nur die Pakete und nur die genau einmal ausgeliefert werden. Okay. Was hat es für Konsequenzen? Das hat die Konsequenz, wenn Sie diese Annahmen nicht obendrauf stecken setzen wollen, dann hat es die Konsequenz, dass eine genau einmalige Auslieferung eines Paketes, eine missverständnisfreie, genau einmalige Auslieferung eines Paketes, ist tatsächlich gar nicht so einfach und geht eigentlich nicht. Das ist fundamental unmöglich. Aber wenn dem so ist, wenn ich nicht genau einmal ausliefern kann, dann kann ich auch einen RPC nicht genau einmal aufrufen. Denn ich muss ja das Aufrufpaket als genau einmal ausgeliefert unterstellen, ohne dass ich es verwechseln könnte mit einer Kopie seiner selbst. Ja, also das können Sie eigentlich auch nicht sicherstellen. Können Sie sowas at least once unterstellen?
Naja, eigentlich auch nicht, ne? Kabel wird durchgeschnitten, ne? Können Sie gar nichts sicherstellen. Also brauchen Sie hier wieder Zusatzannahmen. Hier müssen Sie eine Zusatzannahme ins Geschäft stecken, dass Sie Netzwerkpartitionierungen, Kabel auseinandergerissen, nach endlicher Zeit heilen können. Die kann nicht beliebig lange dauern. Dann können Sie auch sowas wieder sicherstellen. Dann können Sie sagen, okay, ich kann mindestens einmal ausliefern, mindestens einmal RPC-Aufruf sicherstellen. Und umgekehrt, naja, at most once können Sie mit den Argumenten von vorhin, Sie können nicht sicherstellen, dass Sie nicht ein Paket doch übersehen, fälschlicherweise für eine Kopie halten und so weiter, können Sie es auch wieder nicht sicherstellen. Der langen Rede kurzer Sinn. Glauben Sie nicht Marketingaussagen. Wir werden immer wieder an ganz vielen Stellen im Verlauf der Vorlesung auf die Behauptung stoßen, exactly once. Es ist genau einmal ausgeliefert. Und das ist ohne Zusatzannahmen nicht garantierbar. Das können Sie nicht sicherstellen. Es sei denn, Sie unterstellen nicht maximale Lebensdauer oder ähnliche Dinge. Gut. So, kommen wir zum Schluss des jetzt schon etwas längeren Videos noch auf einen kleinen Punkt zurück. Das lohnt nicht dafür, ein neues Video anzufangen. Das sogenannte Binding, das Inbezugsetzen von Client und Server, meint folgendes. Angenommen, Sie haben Ihren RPC-Stub. Woher weiß der eigentlich, mit welchem Skeleton er reden muss? Die richtige Maschine? Woher wissen Sie das? Wo nehmen Sie die IP-Adresse her? Sie brauchen entweder irgendwas statisch Konfiguriertes, Sie brauchen sowas wie ein DNS. Woher nehmen Sie den DNS-Namen her? Woher wissen Sie, welchen DNS-Namen Sie eigentlich auflösen sollen, um die IP-Adresse zu bekommen? Und woher wissen Sie eigentlich, mit welchem Prozess Sie da reden sollen? Portnummer? Ist das über die Portnummer eindeutig klar? Portnummer 17425, woher wissen Sie, dass das nicht von jemand anderem benutzt wird? Also eigentlich gar nicht so klar, nicht? Woher wissen Sie das alles? Wir müssten eigentlich hierzu nochmal ein separates, längeres Kapitel zu Service Discovery machen. Ich möchte das hier etwas abkürzen. Das ist gar nicht so der spannende Punkt. Nehmen wir an, dass wir das irgendwie in Bezug stellen können. So, was ich jetzt eigentlich hier noch machen möchte, ist eine ganz kurze Zusammenfassung, was wir bis jetzt erzielt haben in diesem Teilkapitel. Wir haben uns überlegt, dass wir RPCs mit ein paar Annahmen obendrauf gesteckt, tatsächlich als ein vernünftiges, Fate-Sharing-mäßig, plausibles, abstraktes Modell für verteilte Systeme benutzen können. Es ist tatsächlich mehr als nur ein Request-Reply-Protokoll. Es steckt tatsächlich ein Programmiermodell dahinter, insbesondere durch das Marshalling, durch das Umgehen mit Aufrufsemantik, ist es viel, viel einfacher, als alles direkt auf Socket-Datenübertragung abzubilden. Es nimmt Ihnen eine ganze Menge Arbeit ab. Diese Arbeit wird Ihnen abgenommen durch die Stub und Skeletons und das meint man dann gerne mit Middleware. Die Middleware ist die Sammlung all dieser Zusatzfunktionen. Stubs und Skeletons für Marshalling, für das Request-Reply-Protokoll, für das Pflegen und Anlegen und Verwalten eines Reply-Caches, für das Binding, für das Heraussuchen, herausfinden, was der jeweils korrekte Serverprozess dazu ist. Alles das gehört in diese Middleware eines RPC-Systems hinein. Wie Sie das realisieren, pragmatisch gesehen, dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Dazu kann es sein, dass es eine Bibliothek ist, die Sie in Ihre Programme hinzubinden. Das können separate Daemons sein. Das spielt gar nicht so eine große Rolle. Ja, und das kann Ihnen viele Dinge erleichtern. Das kann Ihnen Transparenz gegenüber Hardware, Transparenz, Programmiersprachen, Lokationstransparenz, es ist durch Binding-Prozesse egal, wo ein Server läuft. Wenn Sie eine ordentlich gemachte Middleware haben, dann ist es dir auch egal, ob Sie jetzt auf Sockets oder auf, keine Ahnung, ZeroMQ oder sonst was sitzen. Die kann vieles wegabstrahieren. Und was Sie können, sind Prozeduraufrufe. Sind Prozeduraufrufe, wie man es aus der lokalen, normalen, sequentiellen Programmierung gewohnt ist, jetzt aber über mehrere Systeme verteilt. Und das war das Ziel dieser ganzen ersten 36 Folien. Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Im nächsten Video unterhalten wir uns dann über RMI, also die objektorientierte Variante des Ganzen.